Hallo meine lieben Zuschauer, herzlich willkommen zu einem neuen Bitcoin-Update auf dem Kanal. Es ist der 1.7.2018, 18:21 Uhr Beschäftigungshalte mit den Ereignissen dieser Woche, mit diesem Bounce, den wir jetzt am Ende der Woche gesehen haben. Und ich würde sagen, wir starten direkt damit los nach dem Intro. Und wir fangen jetzt erstmal hier an auf den kleineren Timeframes, auf den niedrigen Timeframes, sind jetzt auf 15 Minuten Chart und switchen dann auf den Daily Chart, eventuell auf den Weekly Chart, um das Ganze im Bigger Picture sozusagen analysieren. Wir hatten einen starken Bounce, das kann man nicht verneinen, von $5,800 auf $6,400 circa, und wir hatten auch bei den Altcoins wirklich eine ziemlich starke Trendumkehr, wo wir wirklich einige Altcoin-Paare gesehen haben, die knapp 30% bis 40% plus gemacht haben, einige auch mehr, aber so im Mittelmaß 30 bis 40%. Ist das Ganze jetzt irgendwie als Bullrun zu bewerten oder ist das Ganze als Trendumkehr zu bewerten? Meiner Meinung nach nein. Wir haben verschiedene Szenarien für diesen Bärenmarkt oder für diese Lage jetzt und auf die Szenarien gehen wir jetzt ein. Ich finde, Midterm, also die nächsten Wochen, Juli, könnte nicht so schlecht werden, wenn wir jetzt diese Power hier halten, die wir jetzt eben gesehen haben mit diesen Bounce, und wir könnten uns Szenarien vorstellen in dem Bereich 7.000, 6.900, 7.200 und maximal 7.500 bis aller maximal 7.800, wo ich diese Tages nehme, das sehen wir dann gleich. Und ja, allerdings natürlich Long-Term, was für mich die nächsten 1, 2, 3 Monate heißt, sind wir noch in einem Downtrend. Und ich kann mich auch jetzt quoten, 1.7.2018, das Tief beim Bitcoin ist noch nicht gefunden. Ich gehe stark davon aus, dass wir noch in einem Bereich von 5.200 bis 4.400 dippen werden. Aber wie gesagt, hier jetzt erstmal der 15-Minuten-Chart. Wir haben hier diesen wirklich starken, schönen Bounce gesehen mit einer riesen Kerze nach oben. Und wir sehen jetzt natürlich eine kleine Pullback. Was hier auch gar nicht so schlecht aussieht, ist, dass wir uns erstmal hier eingependelt haben. Wir haben Support gefunden beim 0,382 Retracement, aber natürlich, wenn ihr Long-Positionen eröffnen wollt, seid noch vorsichtig. Es ist nicht das erste Mal, dass wir bei einem Fib-Level-Bounce und danach durchbrechen. Hier meinen Seitwärtstrend gesehen, dann den Durchbruch nach unten. Also wie gesagt, Target-Zone für diesen Retracement oder für diese kleine Korrektur könnte erstmal 6.100 sein. Wir haben hier starkes Aufkommen in diesem Bereich und wir haben auch hier die 0,618 Fib-Ratio. Also wenn ihr eventuelle Bounces mitnehmen wollt oder spielen wollt, natürlich keine Finanzberatung, dann würde ich euch eher empfehlen, in diesem Bereich erst wieder long zu gehen, um eben einen eventuellen Anstieg nach oben noch mitzunehmen. Wie gesagt, kurzfristig gesehen könnten wir solche Szenarien definitiv sehen und die niedrigen Timeframes sind auch alle solide, außen stabil. Aber, ganz großes Aber, Daily Chart. Seht ihr jetzt ein Daily Chart und dann könnt ihr erstmal selber interpretieren, wie das Ganze hier aussieht. Wir sehen immer noch konkret diesen starken Downtrend-Channel. Was ihr auch hier seht, ist, dass wir diesen Support erstmal gehalten haben, aber was viel signifikanter ist, ist eben dieser Channel. Was ihr hier konkret seht, sind immer diese kleinen Pullbacks. Wir hatten hier einen Pullback, Break nach unten, Pullback, Break nach unten, Pullback, Break nach unten, Pullback, Break nach unten, Fragezeichen. Natürlich, der Bounce hier war jetzt schon ein wenig massiver, aber wie gesagt, wenn ihr wirklich long seid und wenn ihr wirklich was, ja, in die Richtung machen wollt, dann werden wir erstmal bei diesem Channel Support oder bei diesem Channel Resistance, sorry, starke Resistance vorfinden. Das ist im Bereich 6.400, 6.500. Wenn wir wirklich aus dem Channel ausbrechen, dann haben wir mehrere Szenarien. Wir haben die erste Resistance hier bei dieser EMA, das ist die 50-Day EMA, die wäre bei 7.200. Die nächste Resistance wäre hier oben noch bei 7.700, aber das wäre dann wirklich schon das Höchste der Gefühle. Und das Ganze halte ich noch für eher unwahrscheinlich. Was ich wahrscheinlich hier halte, ist, dass wir gar nicht so weit nach oben kommen, weil wir haben auch noch hier diese Downtrend Line, wo wir eben dieses riesige Descending Triangle noch im Spiel haben, sozusagen, wo wir auch noch hier nach oben ziehen können ein wenig. Das wäre das Maximum, was wir von einem Bounce jetzt erstmal erwarten können, in dem Bereich 8K, aber ich glaube, dass es sehr unwahrscheinlich ist. Größte Wahrscheinlichkeit wäre ein Bounce Richtung 6.500 bis 6.900 mit einem weiteren Sell-Off nach unten. Diese Support-Linie wird nochmal getestet werden, das wäre bei 5.800. Das wäre dann das vierte Mal wäre relativ unwahrscheinlich, dass sie hält, und das wäre natürlich auch der Bruch nach unten. Wo wir dann wieder Support haben, wäre
Erstens hier 4900 und was sie jetzt hier nicht machen, weil wir auf dem Bitmax-Chart sind und die Daten nicht so weit zurückgehen, auf dem Bitfinex-Chart sieht man es dann ganz gut. In dem Bereich kommen vom Weekly-Chart mehrere Supportzonen zueinander. Wir haben hier auf einmal die 100-Week-EMA, wo wirklich viele Buy-Orders liegen werden. Also wenn wir unter 5000 brechen, was sehr wahrscheinlich ist, weil wenn wir nochmal in den Bereich runtergehen, dann werden viele Stop-Losses getriggert. Wenn Stop-Losses getriggert werden, wird ziemlich schnell Panik entstehen und der Preis wird ziemlich schnell nochmal dumpen. Dann wäre ein Target Richtung 4400 sehr wahrscheinlich, aber dann wird wirklich ein sehr starker Bounce kommen. Also dann könnten wir wieder so 1000 Dollar Candles sehen, weil eben viele verschiedene Timeframes, Supportzonen zeigen. Wie gesagt, 100-Week-EMA liegen extrem viel bei, oder das kann ich euch garantieren. Und das wäre dann erstmal so das Midterm-Szenario, was wir jetzt sehen. Ja, generell gesehen, was gibt es Positives zu berichten? Wir haben einige positive Nachrichten gesehen. Wir haben Facebook gesehen, die diesen Crypto-Ban aufheben. Wir haben natürlich auch Bullshit-Nachrichten gehört, wie natürlich Facebook will Coinbase kaufen, was ich natürlich absolut für abwegig halte, weil die Nachrichten natürlich überhaupt nicht gebackt sind. Ich habe geschaut, wo die Quelle ist. Die Quelle ist nicht vorhanden. Also, ja, wie gesagt, also das ist eine typische Nachricht für den Krypto-Bereich. Auf sowas dürfte nichts gehen. Aber Nasdaq Exchange finde ich ganz positiv. Und was ich momentan extrem positiv finde, ist die Sache um den Bitcoin-ETF. Es ist ja die Arbeit an dem Bitcoin-ETF und die SEC, also die amerikanische Börsenaufsicht oder amerikanische Finanzmarktaufsicht, hat jetzt diese Wege zum Bitcoin-ETF um einiges erleichtert. Das heißt, der Bitcoin-ETF steht vor der Tür. Ich denke, wenn wir einen Bitcoin-ETF sehen, dann wird das so diese Nachricht sein, die zu einem neuen Bullrun führen könnte. Bitcoin-ETF, bin ich sehr gespannt drauf, wie der Markt darauf reagiert. Wir hatten beim Gold den ETF, also ich glaube, der erste Gold-ETF war Anfang 2000, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich habe es im Chart gesehen, wo wir bei Gold den ETF installiert haben, gab es einen massiven Bullrun und ich denke wirklich, dass ein Bitcoin-ETF die Tore öffnen könnte für Leute, die wirklich sagen, okay, ich investiere jetzt Geld in Bitcoin, aber ich habe keinen Bock, mich auf Binance anzumelden oder auf irgendeine komischen Kryptobörse. Ich will bei meinem Broker bleiben, ich will einfach, keine Ahnung, 10.000, 15.000 Euro, vielleicht auch größere Investoren, 500.000 Euro, 1 Million Euro plus, in eine Bitcoin-ETF legen, als Anlage nehmen, den eigentlichen Aktien oder den eigentlichen Assets, neben Gold, was weiß ich, was die Leute in einem Portfolio haben, einfach aus spekulativen Zwecken in Bitcoin investieren. Da finde ich einen Bitcoin-ETF sehr interessant, weil natürlich auch, wenn er nach Europa kommt, auch momentan noch die Rede von Amerika ist, wenn ein Bitcoin-ETF bei Comdirect ist oder bei diesen ganzen Aktienbrokern, wäre das einfach eine Barriere, die überwunden werden würde, um eben außerhalb der Exchanges, der Crypto-Exchanges eben Leute den Zugang zu Bitcoin ermöglichen und Leute auch mit viel Geld den Zugang zu Bitcoin ermöglichen. Weil wir jetzt natürlich immer noch den Fall, dass Leute mit viel Geld Schwierigkeiten haben, in Bitcoin zu investieren, weil ganz ehrlich, unsere Exchanges sind jetzt nicht darauf ausgelegt für institutionelle Investoren oder vielleicht Leute, die eben an Hedgefonds arbeiten, in Hedgefonds arbeiten oder eben auch, wie gesagt, viel Geld zu investieren haben. Bitcoin-ETF ist die Nachricht, die ich momentan beobachte. Wenn wir diesen Bitcoin-ETF sehen, gehe ich davon aus, dass wir erst diesen Downtrend durchbrechen können. Ansonsten technisch gesehen bleibt der Downtrend erhalten. Seid nicht zu negativ. Wie gesagt, die Trendumkehr wird kommen, der Bounce wird kommen und dann wird es auch erstmal wieder nach oben gehen, auch wenn ich glaube, dass wir nicht, was viele eben sehen wollen, einen Boden sehen und dann direkt hochrasseln zu 20k. Wenn wir einen Boden sehen, werden wir uns konsolidieren, bevor wir den nächsten Bullrun sehen. Und ich würde sagen, ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und wir sehen uns im nächsten Video. Euer TechnoCrypto.